Do you know Hansi Flick? Hansi Flick, was ist das? Wir sind noch in Japan, Leute, und heute gibt es einen ganz besonderen Stadion-Vlog aus der japanischen J-League. Der FC Tokio empfängt Gamba Osaka. Was mit Haaland-Trikot oder was? Fresh, Digga. Mal gucken, wie es heute wird. Wir hoffen einfach mal auf viele Tore. Bist du ready? Ja, Leute, heute liegt der Augenmerk auch nicht so stark auf das Ergebnis und wer gewinnt, ist eigentlich relativ egal. Wir wollen einfach gucken, wie ist die Stimmung hier, wie sieht so ein typischer Spieltag in der ersten japanischen Liga aus und spielt ja immerhin der Hauptstadtclub. Wir sind jetzt hier vorher noch in so einem traditionell gestalteten japanischen Restaurant mit so Trennwänden. Ne? Aber das ist ein Italiener, also die machen Pasta-Spezialitäten. Hier natürlich das obligatorische Wasser, was es immer gratis dazu gibt. Guckt euch mal hier die Pasta an, hier bei Al Dente. Sieht richtig schön cremig aus. Wir machen gleich mal den Geschmackstest. Bon Appetit. Der Name des Ladens Al Dente ist hier Programm. Sowas von Al Dente. Heute ist auch immer ultra chillig, einfach mal so in Japan. In irgendeinen Supermarkt zu gehen, sich so ein bisschen ein paar Sachen zu holen, die einen so interessieren oder die man so vielleicht aus Deutschland auch kennt, aber mal probieren will, wie sie in Japan sind, wie zum Beispiel hier so eine Lütticher Waffel oder ein Mochi-Eis. Ne? Und einfach sich mal hinzusetzen irgendwo gemütlich und einfach mal hier den Supermarkt durchzuprobieren. Wir sind gerade hier noch in so einem Sportshop und hier sind die Bayern-Trikots original schon vorbeflockt. Ne? Und die kosten einfach umgerechnet 150 Euro. Also die kriege ich ja günstiger, wenn ich sie einfach in Deutschland kaufe. Und hier ist die Nachfrage ja nicht so hoch wie in München oder allgemein in Deutschland. Krass. So, unser Guthaben war nach über einer Woche alle gegangen. Jetzt laden wir erstmal wieder unsere Bahnkarten. Ihr könnt euer Handy da so unter die Maschine stellen, dann den Betrag auswählen, einfach einzahlen. Dann habt ihr wieder Geld auf eurer Handykarte. Es gibt einfach in Japan keine Zeit. Ein Bahnhof leer ist. Es ist einfach mal so unfassbar voll. Und ich sehe noch nicht mal Fans oder so. Das ist einfach der normale Betrieb hier auf einen Sonntag. Als Nicht-Japaner ist es wirklich schwierig, sich in diesem Wirrwarr vom U-Bahn-Netz zurechtzufinden. Es gibt hier wirklich so viele verschiedene Linien. Wir sind jetzt hier bei der U-Bahn-Haltestelle angekommen, die beim Stadion liegt. Auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Leute ausgestiegen, obwohl wir es 2 Stunden vor Anpfiff haben. Direkt am Bahnhof diese Fahnen von Tokio und Tokio Verdy. Das sind nämlich die beiden Mannschaften, die in diesem Stadion ihre Heimspiele austragen. Der FC Tokio und der Stadtrivale Tokio Verdy. Welcome to Ajinomoto Stadium. Überall Poster und Plakate vom FC Tokio. Wenn man hier schon vom Bahnhof guckt, kann man das Stadion in weiter Ferne schon sehen. Den Verein FC Tokio gibt es übrigens auch noch gar nicht so lange. Erst seit 1998 existiert er. Und wer kennt den Spieler hier noch? Edu, damals bei Schalke 04. Edu! Edu! Und nochmal! Und der Edu! 2-2! So, rüber hier. Ja, die Sicherheitskräfte und das kleine Polizeiaufgebot hier. Das ist ja sehr überschaubar. Im Gegensatz, wenn man in Deutschland ins Stadion geht. Oh, hier riecht es auf jeden Fall richtig gut hier am Bahnhof. Auch wieder verschiedene Essensstände und Supermärkte. Und die Menschenmassen strömen Richtung Stadium von beiden Seiten der Straße. Aber es ist halt nicht laut, also hier macht jetzt keiner Stimmung oder so. Hier an den Laternen sind überall die Spieler aufgegangen. Lol, er heißt einfach Tsubasa. Hier auch ein ganz sympathischer junger Mann mit Thomas Müller-Trikot. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, diese japanische Disziplin, dass hier auf der Seite nur Leute nach unten laufen und auf der Seite Leute nach oben. Der FC Tokio heißt uns willkommen. Welcome to our home stadium. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 50.000 Zuschauern, ist aber dafür relativ flach, weil es eben so ein Olympiastadion-Ding ist, was so eine Laufbahn hat. So Leute, wir haben unsere Tickets. Ich muss ja sogar ehrlicherweise gestehen, wir sind so ein bisschen hier auf gut Glück hergekommen, weil ich die Tickets nämlich nicht mehr online gebucht habe. Letztes Jahr in Korea war das ja auch so, da waren wir dann vor der Tür und haben dann für einen Zehner die Tickets bekommen, anstatt dass man sie überteuert im Internet kauft und deswegen haben wir einfach mal nett nachgefragt und direkt unsere 3 Tickets bekommen. Sitzen auch ziemlich mittig, haben wahrscheinlich eine gute Sicht. Sehr geil. Wir sind jetzt gerade durch die Ticketkontrolle gegangen, Leute. Und wir haben zum 25-jährigen Jubiläum vom FC Tokio haben wir so einen Wipfel bekommen. Und noch so eine Fahne. Alles gratis. Und dazu gibt es noch hier so einen Guide, was für Essensstände es hier rund ums Stadion gibt. Das ist der bekannteste Spieler beim FC Tokio, Yuto Nagatomo. Ihr dürftet ihn auch noch aus seiner Zeit bei Inter Mailand kennen.
und bei Galatasaray Istanbul hat er gespielt. Wir gehen jetzt nochmal hier runter zu diesen Fanständen, die es noch vorm Stadion gibt. Ziemlich weitläufig hier der Bereich, also die Leute sind nicht gequetscht. Ich habe mal nachgeguckt, der FC Tokio hat einen Zuschauerschnitt von ca. 30.000. Heute gegen Gamba Osaka, das ist das Spiel der 10. gegen den 13. Es ist kein Derby, habe ich mir sagen lassen, es ist eigentlich ein normales Spiel. Es ist so, weiß ich nicht, wenn Berlin gegen Hamburg spielt ungefähr. Ne? Es ist ja auch kein Derby, aber es hat so eine gewisse Brisanz, weil zwischen den beiden Städten liegen 2,5 Stunden Zugfahrt. Wir waren ja gerade in Osaka gewesen. Benni, wie ist dein Eindruck im Gegensatz zu letztem Jahr Südkorea, Seoul? Ich muss auf jeden Fall sagen, hier ist deutlich mehr los als in Seoul, also mehr Zuschauer. Ja, safe, ne? Von der optischen her würde ich aber dennoch sagen, dass von Seoul gefällt mir am besten. Ja, definitiv. Ich habe letztes Jahr leider noch kein YouTube gemacht, also hätte ich auch gerne dort einen Stadion-Vlog gemacht, aber das World Cup Stadium in Seoul sieht einfach deutlich krasser aus als hier, aber die Begeisterung für den Fußball ist bei den Japanern deutlich höher. Also was hier auch richtig witzig ist, obwohl es hier so viele Essensstände gibt, gibt es hier trotzdem diese Maschinen, wo es für viel günstiger die Getränke gibt. Der Ticketverkäufer eben hat mich auch gefragt, wo ich herkomme. Da habe ich gesagt, dass ich aus Deutschland bin und Bayern-Fan. Hat er erstmal gelacht, ne, weil die Japaner Deutschland zweimal hintereinander abgezogen haben. Do you know Hansi Flick? Hansi Flick, was ist das? Und wir betreten ein ganz exklusives Stadion auf diesem Kanal. Das Ajinomoto Stadium in Tokio, meine Damen und Herren. Was auf jeden Fall mega cool ist, dass der jeder Sitz vor dir so einen Getränkehalter hat. Natürlich mega praktisch, dass man sein Getränk nicht auf den Boden stellen muss. Digga, was geht bei Osaka, Alter? Das ist ja heftig. 50 Minuten noch, bis das Spiel losgeht und der Block ist schon fast voll. Aber auch bei den Tokio-Leuten füllt sich so langsam die Kurve. Wenn du das glaubst, meinst du, Tokio macht das hier heute? Ich kann mich ja gar nicht ausnahmen. Ich sage, es wird ein knappes 2:1 für Tokio. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Stimmung hier wird. Das Heftige hier ist auch, wenn die gegnerische Aufstellung durchgesagt wird von der Gästemannschaft, dann wird hier irgendwie nicht gebuht oder es wird auch das A-Wort bei jedem Nachnamen gespielt. Da ist der Respekt einfach unheimlich groß. Allein, dass jeder Spieler auch noch so ein Video hat, ne? So langsam füllt sich das Rund hier ein bisschen. Und auch von den FC Tokio Fans kommt ein bisschen mehr Stimmung. Gleich wird hier angestoßen der Gastgeber FC Tokio in blau-rot gestreift gegen die Gäste aus Osaka in komplett weiß. Und der Anstoß ertönt. Osaka stößt an und spielt in der ersten Halbzeit aus unserer Sicht von links nach rechts. Auch wenn die ganze Haupttribüne da relativ leer ist. Auf unserer Seite ist es halt ziemlich voll. Das Stadion ist halt auch für deren Verhältnisse relativ groß. Ne? 50.000 Zuschauer kriegen sie für ein normales Ligaspiel halt nicht voll. Kommt die erste Flanke rein. Ui! Halbzeit, Leute. 2-0 für den Gastgeber, 2-0 für Tokio. Was meint ihr bisher zum Spiel? Sehr cool. Was meinst du, Benni? Also, das ist ja Tokio stimmt gerade mit den 12.
schon, würde ich sagen. Ja, also Osaka war gar nicht so schlecht. Genau, war gar nicht so schlecht. Aber Tokio eben zwei gute Chancen, zweimal eiskalt genug. Konter für den FC Tokio! Tokio! Der FC Tokio drauf und dran, hier das 3-0 zu machen. Ich finde sogar, das Stadion hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Berliner Olympiastadion. Aber nur ein bisschen kleiner, oder? Was sagt ihr? Aha, yes. Die aktuelle Zuschauerzahl 30.500. In Leverkusen oder in Wolfsburg wäre das Ding jetzt ausverkauft. Oh! Aber abseits. Und der Schiri pfeift das Spiel ab. Das Spiel ist aus. Tokio gewinnt mit 3-0 gegen Osaka. Ja Leute, das war mal der etwas andere Stadion-Vlog aus Tokio. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gern dafür einen Daumen nach oben da. Und ein Abo, um die weiteren Stadion-Vlogs aus Deutschland nicht zu verpassen. Und vor allem, um die weiteren Japan-Videos nicht zu verpassen. Ich sag Sayonara, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.